Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Löttgen, ein Großteil Ihrer Rede ist mir aufgefallen, haben Sie sich doch arg sehr hier an der, vor allen Dingen an der SPD und der alten Regierung abgearbeitet. Die Vermutung liegt nahe, dass Sie da noch das eine oder andere Traumata nicht aufgearbeitet haben. Aber ich glaube, Sie haben da was mit diesem Regierungsauftrag falsch verstanden. Dafür sind Sie nämlich nicht gewählt worden, den Wahlkampf hier im Parlament fortzusetzen, sondern, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind dafür gewählt worden, uns hier und heute mit Ihrem ersten Haushalt mal zu erzählen, wie Sie das denn hier auch über den Tag hinaus für dieses Land gestalten wollen. Sie machen es mir eigentlich schwer, hier den Einstieg zu finden, weil ich wollte eigentlich mit was Netten, was Positiven anfangen. Denn wir haben durchaus, ja, wir wollen durchaus unseren Anspruch an eine konstruktive und kritische Oppositionsarbeit beibehalten. Deswegen möchte ich zuerst die Vorhaben erwähnen, bei denen Sie unsere Unterstützung haben, die wir richtig finden, die wir gut finden, die auch wir notwendig finden. Drei Beispiele: die Erhöhung der Lehrerstellen, die Streichung der KW-Vermerke im Schulbereich. Selbstverständlich ist das eine richtige, gute, notwendige Maßnahme. Unterstützen wir. Zweitens die Einstellungsermächtigung bei der Finanzverwaltung, Herr Lienkämper, ausdrücklich Dankeschön, dass Sie hier das gemeinsame Projekt, das war ja auch interfraktionell, Finanzverwaltung der Zukunft, vorsetzen. Ich meine, das reicht nicht, was Sie da machen, um die demografischen Probleme, die wir in der Finanzverwaltung kriegen, beseitigen zu können. Aber es zeigt in die richtige Richtung. Drittens neue Stellen für die Justiz, insbesondere bei den Verwaltungsgerichten und in der inneren Sicherheit. Ja, selbstverständlich notwendig und richtig. Das alles zu finanzieren, Herr Finanzminister, und trotzdem einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, ist allerdings in Zeiten von Rekordsteuereinnahmen und guter Konjunktur sehr einfach. Es wäre schon eine richtige Kunst gewesen, in diesen Zeiten hier noch eine Netto-Neuverschuldung zu präsentieren. Ja, so, passen wir auf, so kommentiert nämlich in der Welt am Sonntag Till Reimer-Stolt, etwas zugespitzt, ich weiß nicht, wer es gelesen hat, aber wie ich finde, ganz originell. Ich zitiere: damit Schwarze und Gelbe nun aber nicht vom Jubilieren zum Delirieren übergehen, muss man eine ernüchternde Feststellung nachschieben. Zerreißen musste sich die Regierung wahrlich nicht für die schwarze Null. Angesichts permanent steigender Steuereinnahmen hätte womöglich selbst eine rot-rote Koalition unter einem Regierungschef der Linkspartei eine schwarze Null hingelegt. Soweit der Kommentar. Und die Welt am Sonntag, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist nicht gerade so linksalternative Milieuzeitung. Also, ich würde auch selbst so weit gar nicht gehen, wie hier der Redakteur Stolt. Aber ich finde Ihre Selbstbeweihräucherung, Herr Minister, schon etwas peinlich. Heute schon wieder. So eine schwarze Null fällt einem nicht in den Schoß. Lobt sich der Finanzminister heute mal wieder selber. Das muss er auch, denn es tut ja sonst niemand anderes. Herr Lienkämper, Sie haben Unrecht. Ja, ich behaupte mal, und das ist auch belegbar, so eine schwarze Null fällt einem eben doch in den Schoß. Neben dem überschwänglichen, etwas peinlichen Selbstlob aller Orten hier heute wieder zu hören, durchaus sinnvolle Mehrausgaben, gibt es aus meiner Sicht aber zwei ernsthafte, durchaus relevante Probleme. Erstens, Sie finanzieren die neuen Ausgaben zum überwiegenden Teil, wie auch beim Nachtrag 2017, mit den Steuermehreinnahmen. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, es sei noch einmal gesagt, und das werden wir auch immer wieder sagen, wenn wir Sie ernst nehmen, wenn wir Sie respektieren wollen, Herr Löttgen, das ist das genaue Gegenteil von dem, was Sie in Ihrem Wahlprogramm und in der Opposition versprochen haben, nämlich alle neuen Ausgaben, ja bei Ihnen in der FDP ganz besonders, Herr Kollege, alle neuen Ausgaben werden mit Einsparungen gegenfinanziert. Sie haben mir gerade Respekt eingefordert. Ja, zu Respekt gehört aber auch, dass man den anderen ernst nimmt und dass man ihn an seinen eigenen Ansprüchen misst. Und Sie werden hier mal wieder Ihren eigenen Ansprüchen eben nicht gerecht. Das heißt,
Wir haben es hier mit irgendeiner Form, die mir bislang in der Form auch in der Politik nach vielen Jahren noch nicht untergekommen ist, mit einem kollektiven Gedächtnisschwund in Rekordzeit zu tun. Das ist sowas wie eine Turboamnesie und das ist Wählertäuschung. Und das werden wir auch weiterhin hier thematisieren. Zweitens. Bei allen Wohltaten tut man gut daran, nicht nur, sondern gerade in solchen Zeiten eine Strategie der Nachhaltigkeit zu entwickeln, über den Tag hinaus. Und, Herr Finanzminister, das machen Sie nicht und das haben Sie hier heute auch nicht vorstellen können. Denn was gehört denn zu so einer Nachhaltigkeitsstrategie dazu? Da sagt man doch erstmal, wohin die Reise gehen soll. Das macht man normalerweise in der fünfjährigen Finanzplanung. Da könnte man auf die Idee kommen, dass Sie das der interessierten Öffentlichkeit und uns mal erklären in der Finanzplanung, wie Sie das denn nun alles machen wollen mit dieser ominösen Digitalisierungsdividende. Da hat uns ja Christian Lindner 1 Milliarde Euro versprochen. Müsste man ja mal irgendwann in Ihrem Fünfjahresplan wiederfinden. Da steht nichts von Digitalisierungsdividende. Oder was ist denn mit Ihrer versprochenen Aufgabenkritik, Effizienzsteigerung, wenn Sie denn da alles entfesselt haben und entbürokratisiert haben? Und dann können wir ja auch Stellen abbauen. Wo ist das denn? Ich finde erstmal nur Stellenaufbau. Nach den 139 Stellen in der Ministerialbürokratie im Nachtrag legen Sie ja nochmal nach und schaffen nochmal über 200 Stellen in den Ministerien. Wo sind denn hier die Effizienzgewinne mit Personalabbau in der Finanzplanung? Dazu nichts. Auch beim sorgfältigen Lesen, liebe Kolleginnen und Kollegen, was im Übrigen nicht schwer ist, denn die mittelfristige Finanzplanung umfasst sage und schreibe inklusive der Tabelle nur 74 Seiten, mal zum Vergleich. Die letzte Finanzplanung der rot-grünen Regierung hatte noch 222 Seiten. Da sieht man mal, da wird was sehr schnell zusammengestrickt. In dieser Finanzplanung und auch heute hier finde ich keine Aussagen über Politikschwerpunkte, die die Finanzpolitik der Regierung in den nächsten Jahren setzen will. Da ist viel Status-Quo-Beschreibung, was man im Nachtragshaushalt, was man so alles mehr ausgeben will, wie sich die Einnahmeseite entwickelt. Und bei der Einnahmeseite muss man natürlich auch sagen, mit sehr üppigen Annahmen, wie die Steuern sich weiterentwickelt. Dann bleibt nicht mehr viel Text übrig. Zukunftsaussagen, Visionen, Schwerpunktsetzung, Fehlanzeige. Eine Nachhaltigkeitsstrategie, liebe Kolleginnen und Kollegen, besteht eben nicht darin zu sagen, dass die Steuern schon irgendwie weiter üppig sprudeln werden und dass ab jetzt alle Haushalte dann auch ausgeglichen sein sollen. Nein, man sagt auch etwas zur Vorsorge und wie diese Dinge über den Tag hinaus denn auch gehalten werden. Zwei Beispiele dazu. Erstens Schuldenabbau. Fand heute in der Rede, ich glaube, ich habe das Wort nicht gehört, weder bei Herrn Löttgen noch beim Finanzminister. Ja, aber vielleicht als Stichwort, aber wie das jetzt genau gehen soll, habe ich hier heute nicht vernommen. Steht auch nicht im Übrigen in der Finanzplanung, findet man nichts. Man könnte meinen, mit den ziemlich sicheren Überschüssen, ja, wir haben 1,1 Milliarden Euro mehr 2019, wir haben 1,2 Milliarden Euro mehr 2020, also da geht das richtig weiter hoch. Da könnte man doch nun endlich auch mal was mit dem Schuldenabbau machen, wie auch in den meisten anderen Bundesländern. Schaut man sich den Text dazu in der Finanzplanung an, steht da, ab dem Jahr 2020 plant die Landesregierung mit Überschüssen, die zur Schuldentilgung eingesetzt werden können. Wohlgemerkt, es ist offenbar nicht Ziel dieser Landesregierung, das dann auch zu tun. Dann könnte man ja schreiben, wir können und wir wollen das auch. Fehlanzeige. Offenbar steht dieses Thema nicht mehr auf der Agenda. Dann fragte ja auch Journalisten in der Pressekonferenz zur Vorstellung des Landeshaushalts nach, was ist denn da nun mit dem Schuldenabbau? Herr Minister, da blieben Sie ja ziemlich schmallippig, wie ich das im Stream verfolgen konnte, und sagten so in etwa, wenn was übrig bleibt, dann kann man auch mal über Entschuldung reden oder so ähnlich. Das ist nun ein ganz anderer Text als das, was Kollege Witzel für die FDP-Fraktion hier in der Opposition noch gepredigt hat. Nämlich, er hat versprochen, jeden Euro Mehreinnahmen nicht nur neue Ausgaben mitzudecken, sondern in die Entschuldung zu stecken.
Okay, rechnen wir mal zusammen. Was haben wir denn da 2017? 1,26 Milliarden Euro in 2017, 1,8 Milliarden Euro Steuermehreinnahmen in 2018. Eigentlich hätten Sie uns heute ja einen Haushalt vorlegen müssen mit 3 Milliarden Euro Schuldentilgung. Das wäre das gewesen, wenn man das ernst nimmt, was hier in der Opposition versprochen hat. Auch hier eine Turboamnesie, wie ich sie noch nicht erlebt habe. Zweitens, Nachhaltigkeitsstrategie. Wie geht es weiter mit den steigenden Versorgungsleistungen? Eine nicht unwesentliche Frage angesichts der Größenordnung der milliardenschweren Belastungen für den Haushalt, die da kommen, wenn man jetzt nicht Vorsorge schafft. Was steht im Koalitionsvertrag? Da versprechen Sie vollmundig, wir wollen die Pensionsvorsorge stärken. Wieder Finanzplanung, man schaut mal nach, ja, wie machen die das denn jetzt, was steht im Haushalt. In der Finanzplanung steht da erstmal gar nichts. Da steht nämlich nur, dass man die Versorgungsrücklage und den Versorgungsfonds in 2017 zusammengelegt hat. Ja, das hat Rot-Grün gemacht und das war auch richtig, danach kommt aber nichts mehr. Was steht dann im Haushalt? Da stehen dann im, eigentlich müssten 200 Millionen Euro da stehen. Das steht im Gesetz. 200 Millionen Euro Zuführung zum Versorgung, zum Pensionsfonds. Das steht da aber nicht. Da stehen nur 80 Millionen Euro. Und dann kommt so eine, auch wieder so eine kryptische Aussage, Herr Finanzminister, in Ihrer Pressekonferenz. Irgendwie würde man, wenn es denn Überschüsse im Vollzug gibt, dann auch in den Pensionsfonds stecken. Das klang in der Opposition noch ganz anders. Da haben Sie sich ja überboten mit Forderungen, was man da jährlich alles reinstecken soll. Ich glaube, die Fraktionen haben von 700 Milliarden Euro gesprochen, jährlich. Und Herr Laschet, Sie persönlich, meine ich, haben dann sogar die Milliarde gefordert, die man da reinstecken muss. Zwischen einer Milliarde, Herr Laschet, und 80 Millionen Euro klafft doch ein bisschen was. Also auch hier Amnesie zu dem, was Sie hier in der Opposition angekündigt haben, wie man es denn nun besser und anders machen soll. Aber Sie tun es nicht. Maximal intransparent, maximal unkonkret. Und das ist für uns das Gegenteil von nachhaltiger, verbindlicher Vorsorge. Ihr Leitsatz, den Sie heute auch mal wieder heruntergebetet haben, Herr Minister, konsolidieren, modernisieren und investieren. Könnte man ja erstmal, ja, hört sich klasse an, Herr Rasche, könnte man auch erstmal so als Zielformulierung dann tatsächlich als den Anspruch an eine Nachhaltigkeitsstrategie verstehen. Nur um diesen Anspruch Genüge zu tun, müssten Sie das dann auch mit konkreten Konzepten hinterlegen und das dann auch mal darstellen. Aber leider auch heute bin ich da etwas enttäuscht zu dem, was Sie denn dazu gesagt haben, wie Sie diese Ansprüche füllen wollen. Nehmen wir mal das Beispiel investieren. Fangen wir mal an. Hinter der minimalen Steigerung der Investitionsquote von doch 0,2% verbirgt sich der eigentliche Offenbarungseid in Sachen Nachhaltigkeit, nämlich hier im Bereich Investitionen. Sie haben gerade den inneren Sicherheit, im Bereich der inneren Sicherheit angesprochen. Herr Kollege Löttgen macht das ja auch immer gerne. Was Sie da alles Tolles tun mit dem neuen Personal, finden wir ja auch alles richtig. Aber Sie verschweigen hier wohl wissend wahrscheinlich, dass sich hinter der Fassade dieser inneren Sicherheit ein riesiger Investitionsbedarf versteckt. Minister Reul, er ist nicht da, hat es neulich noch auf einer Veranstaltung, einer Wacheneinweihung in Düsseldorf, wo ich dabei war, auch noch mal bestätigt. Ja? Wir haben bei den Liegenschaften im Bereich Polizei einen riesigen Investitionsstau. Und es gibt die Zahl, dass 850 Millionen Euro eigentlich für die nächsten 15 Jahre an Bedarf da ist, um hier die Liegenschaften minimal zu sanieren, zu modernisieren und neu zu bauen. Da zum Teil auch keine Arbeitsplatzsicherheit mehr da ist. Dazu die Gewerkschaft der Polizei in der Rheinischen Post am 14.11. Adi Plickert sagt, Zitat, letztendlich bezahlen unsere Kollegen die Personalverstärkung aus ihrem eigenen Etat. Das haben wir uns nicht unter der Ankündigung der neuen Landesregierung vorgestellt, mehr für die Polizei zu tun, kritisierte Adi Plickert. Und recht hat er, denn Sie sagen hier heute, ja, die Polizisten sollen mehr Zeit und viel Zeit auf der Straße verbringen. Herr Minister, das werden Sie auch müssen, denn Sie haben, so, wenn Sie diesen Investitionsstau nicht abarbeiten, nämlich gar keinen Arbeitsplatz, den Sie Ihnen zur Verfügung stellen können. Ich denke, diese
Ablehnung, und das hört man ja immer auch aus allen Ressorts, dass hier der Herr Finanzminister die angemeldeten Bedarfe grundsätzlich ablehnt. Herr Finanzminister, diese Strategie wird sich bitter rächen, hier die Investitionen zu vernachlässigen. Das ist das Gegenteil von vorausschauender Politik. Das ist Fassadenpolitik. Das sind Potemkinsche Dörfer, die Sie hier aufbauen, wenn Sie mehr Personal in die Polizei reinstellen und die danach keinen Arbeitsplatz haben, um das auch auszuführen. Zweiter Punkt, modernisieren. Was ist denn hier der Modernisierungsanspruch? Wir sind ja nun gerade Gastgeberland der Weltklimakonferenz. Herr Ministerpräsident hat ja auch dann fotowirksame Auftritte hingelegt mit Herrn Schwarzenegger. Tanzen sah auch klasse an. Aber was haben Sie denn da auf der Konferenz dazu gesagt, dass bei uns in NRW mit den Standorten Neurath, Niederaußen und Weißweiler 3 Braunkohlekraftwerke stehen, die zu den 5 dreckigsten Kohlekraftwerken der EU gehören? Allein die Verstromung von Braunkohle bei uns in NRW verursacht 10% der bundesweiten Emissionen. Und jeder weiß, wenn man das nicht angeht, dann ist der Klimaschutz hier nicht nachhaltig zu gewährleisten. Ja? Ein Drittel, wir müssen hier in NRW anfangen, Herr Laschet, ein Drittel der Treibhausgasemissionen in Deutschland fallen in NRW. Ein Drittel in da komme ich gleich dazu, da komme ich gleich zu. 1 von 16 Bundesländern, ein Drittel fallen hier an. Es gibt es ja auch inzwischen schwarz auf weiß. Der WWF hat sich ja ihren Koalitionsvertrag mal angeguckt und kommt zu dem Ergebnis, dass Deutschland, also die nationalen Ziele, da waren Sie im Übrigen alle dran beteiligt, diese Ziele aufzuschreiben, diese Klimaschutzziele, dass sie nicht erreicht werden können, wenn Sie das hier so umsetzen, was Sie da reingeschrieben haben, nämlich mit dem Festhalten an der Braunkohle und der Fesselung der Windenergie. Und was hat das bitte schön mit Modernisieren zu tun, frage ich mich, wenn man Braunkohle ja als Brückentechnologie bezeichnet und gleichzeitig die hocheffizienten Gaskraftwerke, die wir ja auch in NRW haben, wenn die stillliegen, weil die Braunkohle hier die Netze verstopft. Das hat doch nichts mit Modernisierung zu tun, dieser Politik weiterhin hier das Wort reden. Und es geht auch nicht darum, Herr Laschet, ob der Strukturwandel im Rheinischen Revier kommt, sondern wie er gestaltet wird. Ihr Kampf gegen Windmühlen im, Achtung Wortwitz, im wahrsten Sinne des Wortes, ist hier doch eine geradezu Modernisierungsverweigerung, sich hier um eine Gestaltung des Strukturwandels zu kümmern, um zukunftsfähige Arbeitsplätze. Verspielen Sie hier nicht die Zukunft einer ganzen Region mit dieser Verweigerungshaltung? Alle wissen, es ist nachweisbar, und das sind eben nicht die Fake News, die Sie und Christian Lindner in die Welt setzen. Alle wissen, die Braunkohlekraftwerke laufen nur noch für den Stromexport und werden eigentlich künstlich am Leben erhalten. Sagen Sie das den Menschen, nein, sagen Sie das den Menschen mal ehrlich, dass diese Politik, insbesondere bei den Verhandlungen in Berlin, die Sie hier vertreten, eben nicht, dass Sie diese Politik nicht für die vorgegebene Versorgungssicherheit der Bevölkerung machen. Nein, das machen Sie einzig und allein für die Gewinnmargen im Exportgeschäft von RWE und Co. Wir können gerne mal, Herr Löttgen, wir können gerne mal dazu einen Faktencheck machen, wer hier recht hat und wer nicht. Diese rückwärtsgewandte Politik, ich habe da immer so Déjà-vus. Man gehört ja hier auch schon zu den Älteren hier im Landtag. Meine Déjà-vus dieser rückwärtsgewandten Politik erinnern mich fatal an die 90er Jahre, als hier Wolfgang Clement noch stand und den unerbittlichen Kämpfer für den Erhalt der Kohleverstromung gegeben hat. Und das hat nichts, aber auch gar nichts mit einer Modernisierungsstrategie für unser Land zu tun. Und ich weiß auch nicht, was schlimmer wäre. Was schlimmer wäre, Herr Löttgen, dass der Ministerpräsident und Christian Lindner das mit dieser merkwürdigen Panikmache von da gehen die Lichter aus, Dunkelflauten, ja, und dann gibt es keinen Strom mehr aus der Steckdose. Oder, Herr Laschet, dann müssen wir den bösen Atomstrom aus Frankreich oder Kohlestrom aus Polen kaufen, wenn wir aus der Kohle aussteigen. Da sind Sie im Grunde wirklich, Sie sind wirklich der Einzige, der das noch behauptet, Herr Laschet, wirklich noch der Einzige. Ich weiß nicht, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob Sie das...
wirklich selber noch glauben, und ich weiß auch nicht, was schlimmer, ich weiß auch nicht, ob was schlimmer ist, ob Sie das hier wirklich selber glauben oder ob Sie wissentlich hier die Menschen für dumm verkaufen. Ja? Alle namhaften Institute, Herr Laschet, ja, rechnen Ihnen das vor, dass mit einem geordneten, stufenweise Kohleausstieg hier eben nicht die Lichter ausgehen. Und wir brauchen dafür auch nicht den bösen Kohlestrom aus Polen. Ja. Und dann Ihre Mehr, und jetzt auch doch noch mal, weil Sie es gerade angesprochen haben, Ihre Mehr von der angeblich rot-grünen Braunkohleausstieg 2045, den wir hier mit Grün beschlossen haben. Es geht hier um die Genehmigung des letzten Tagebaus, der 2045 endet. Und Armin Laschet setzt das gleich mit einem angeblichen rot-grünen Beschluss für einen Kohleausstieg. Herr Laschet, das ist nicht nur unredlich, sondern auch absurd. Denn erstens, Moment, Faktencheck, jetzt kommt der Faktencheck. Erstens, die Leitentscheidung für diesen Abbau stammen aus dem Jahr 1987 und 1991. Herr Laschet, schön wäre es, aber damals waren wir noch nicht an der Regierung. Diese Entscheidungen sind vor der ersten rot-grünen Koalition getroffen worden. Zweitens, als wir dann mitregiert haben, haben wir das eben nicht bestätigt, sondern wir haben das geändert. Und das wissen Sie auch ganz genau. Mit einer neuen Leitentscheidung haben wir hier nämlich nachträglich das Abbaugebiet verkleinert und 300 Millionen. Es war eine Änderung dieser Politik. 300 Millionen Tonnen Braunkohle bleiben in der Erde. 1.400 Menschen müssen nicht umgesiedelt werden. Und drittens, auch das verkennen Sie, diese Leitentscheidung inklusive der Verkleinerung legt eine räumliche Abbaumöglichkeit fest. Und das hat nichts, Herr Laschet, diese Möglichkeit einer räumlichen Abbau von Braunkohle hat nichts mit einem verbindlichen und gesetzlichen Stufenausstieg aus der Kohleverstromung zu tun. Das sind nun mal zwei verschiedene Paar Schuhe, aber Sie halten ja fest an diesen absurden Falschbehauptungen. Gott sei Dank hört die Bundesregierung nicht auf Armin Laschet, die Kanzlerin zumindest nicht, die amtierende. Denn sie hat keinen Einspruch gegen die EU-Grenzwerte für Quecksilber- und Stickoxidaustausch eingelegt. Die Frist ist ja am Wochenende gerade abgelaufen. Und auch hier frage ich Sie, Herr Laschet, was ist bitte schön modern daran, wenn man hier Grenzwerte runterfahren will und damit die Gesundheit der Bevölkerung aufs Spiel setzt? Was hat das mit Modernisierung zu tun? Ja? Oder im Auftrag der Kohlelobby dann pflichtschuldig Briefe schreibt, um hier notwendige Nachrüstung der Kraftwerke zu verhindern. Auch das schadet dem Industriestandort, wenn man hier die Augen davor verschließt, Zukunft zu gestalten. Kommen wir zum dritten Punkt, konsolidieren. Wurde uns ja gerade noch mal gesagt, ein hehrer Anspruch der neuen Landesregierung, und da gehen wir jetzt mal richtig ran. Dann kommt aber erst mal nichts. Aussage des Finanzministers, auch in der Pressekonferenz auf Nachfrage, ja, wo wird denn da konkret in den Förderprogrammen nun mal gespart? Antwort, genauso wie heute, ja, das ist ja alles noch nicht richtig entschieden, das müssen die Ressorts festlegen und in den Einzelplänen. So. Warum haben Sie eigentlich nicht ein Beispiel nennen können? Und warum trauen Sie sich auch heute nicht, Herr Minister, hier mal zu sagen, was Sie unter Ihrer Konsolidierungsstrategie verstehen? Denn es gibt sehr wohl konkrete Beispiele. Und diese Beispiele haben einen, schwarzen, gelben Faden. Nämlich Sie setzen hier an, bei den Schwächsten und Ärmsten zu sparen. Drei Beispiele. Sozialticket. Trotz steigender Nachfrage, die wir alle aus den Verkehrsverbünden auch immer wieder mitgeteilt kriegen, wird hier von 40 auf 35 Millionen der Ansatz gekürzt. Und für 2019 ist offenbar geplant, wie uns gut unterrichtete Kreise aus den Verkehrsverbünden berichten, das noch weiter auf 20 Millionen zu reduzieren. Sie können das gleich gerne dementieren, wenn diese Information nicht stimmt. Wenn Sie das tun, von 40 Millionen Ansatz 2017 auf 20 Millionen Ansatz 2019 zu reduzieren, dann bedeutet das zweierlei. Erstens, wenn Sie gleichzeitig da planen, das Azubi-Ticket einzuführen mit 10 Millionen Euro, ist erstens, spielen Sie hier eine Zielgruppe in infamer Art und Weise gegen die andere Bedürftige aus. Und klar ist,
wer hier der Verlierer ist. Das sind die Hartz-IV-Empfänger. Denn zweitens, das wissen Sie auch, und zumindest müsste es Herr Wüst wissen, er ist gerade nicht im Raum, aber er müsste es genau wissen, damit ist das Sozialticket gestorben. Und dann braucht man auch keinen Alibi-Betrag mehr im Haushalt. Dann sagen Sie es den Menschen ehrlich und sagen, unser Mobilitätsanspruch, ja, oder der Satz aus dem Koalitionsvertrag, wir werden die Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs in der Stadt und auf dem Land erhöhen. Dann sagen Sie es ganz ehrlich und ergänzen das. Das gilt ausdrücklich nicht für die Armen und Bedürftigen in unserer Gesellschaft. Und Sie handeln auch damit gegen die Interessen der Kommunen, die in den Verkehrsverbünden hier sehr wohl an dem Sozialticket festhalten wollen. Zweites Beispiel, Flüchtlinge. Die soziale Beratung von Flüchtlingen wird von 42 Millionen Euro um 17 Millionen Euro gekürzt. Das sind 40% des Ansatzes. Das ist ein konkretes Förderprogramm, was Sie kürzen. Warum sagen Sie es denn dann auch nicht, wenn Sie gefragt werden? Das sind mindestens 200 Stellen in der regionalen Beratung. Was machen die? Die sind in den Kommunen dafür da, Menschen zu beraten in ihren Verfahren, aber auch Rückkehrberatung. Das ist ja auch in unserem Interesse, Menschen zu beraten, wie eine geordnet, bevor sie abgeschoben werden, wie sie freiwillig und geordnet, vielleicht mit einer kleinen Anreizfinanzierung, dann in ihre Herkunftsländer zurückkommen. Das sind Stellen in den psychosozialen Zentren. Herr Lienkämper, waren Sie mal in so einem psychosozialen Zentrum, was da stattfindet? Da ist eine Warteliste, um da überhaupt einen Termin zu bekommen, immer noch von einigen Monaten. Da werden Traumatisierte beraten, da werden Opfer von Folter beraten, weil sie in unserem Gesundheitssystem hier keine adäquate Versorgung finden. Auch das wird aus diesem Topf bezahlt. Und wissen Sie, was Sie mit dieser 40-prozentigen Kürzung hier eigentlich für einen Scherbenhaufen anrichten? Eine wirklich inzwischen gut ausgebaute Infrastruktur wird zerschlagen. Das wird ja auf dem Rücken der Schwächsten in unserer Gesellschaft Haushaltskonsolidierung betrieben. Das ist auch Vertrauensbruch gegenüber den Verbänden, denen was ganz anderes versprochen wurde. Haben Sie das wirklich nötig, diese Erbärmlichkeit in Zeiten von Rekordsteuereinnahmen hier den Rotstift anzusetzen? Und was mich noch viel mehr aufregt, sind Ihre unverschämten Falschbehauptungen zur Begründung. Da sei ja alles kein Bedarf für da. Das Geld ist ja gar nicht verausgabt worden. Sie wissen ganz genau, dass durch die Steigerung von 2016 auf 2017 das Geld auch gar nicht verausgabt werden konnte, weil diese Stellen erst Mitte des Jahres besetzt werden konnten, weil richtigerweise erst ein Konzept gemacht wurde, wie man diese Stellen dann in eine bedarfsgerechte Versorgung in der Fläche umsetzt, dass die Bewilligungsbescheide erst im April da waren. Die Besetzungen waren erst ab Mitte des Jahres. Und das waren einige, wir haben ja Rot-Grün hier ordentlich draufgesattelt, was ich auch nach wie vor richtig finde. Das heißt, denen jetzt vorzuwerfen, dass sie das Geld nicht verausgabt haben, angeblich zu sagen, das gibt keinen Bedarf, aber die Grundlagen gar nicht dafür da waren, dass sie die Stellen besetzen konnten, das finde ich zynisch und infam. Und es ist auf Nachfrage der Stand, dass 98% der Stellen ja jetzt auch besetzt sind. Und denen wollen Sie morgen allen ein Kündigungsschreiben ins Haus schicken. Ich finde das an Erbärmlichkeit nicht mehr zu überbieten. Es gibt aber noch ein Beispiel, wenn man genauer hinguckt in diesen Haushalt, wo es hier zulasten der Schwächsten geht. Stärkungspakt, Stadtfinanzen. Im Koalitionsvertrag haben Sie ja ein schönes Versprechen abgegeben. Als Düsseldorferin muss ich da ein bisschen ruhig sein, weil wir profitieren davon, nämlich die Abundanzumlage in Höhe von 91 Millionen Euro abzuschaffen, also der Soli der reichen Städte. Das haben Sie aber an ein Versprechen gekoppelt. Sie haben das an ein Versprechen gekoppelt. Schöne Geschenke für die reichen Städte ist in Ordnung. Für Düsseldorf ist das ein Mitnahmeeffekt, will ich ja gar nicht gegenreden. Aber jetzt kommt's. Sie haben ein Versprechen gekoppelt. Und Sie sagen im Koalitionsvertrag, damit soll keine Kommune schlechter gestellt werden. Ja, nun freuen sich alle über das Geschenk, aber ich sehe nicht im Haushalt, dass Sie dieses zweite Versprechen auch einlösen, nämlich, dass diese 91 Millionen Euro durch Zuführung aus dem Landesetat kompensiert werden. Denn nur so könnten Sie dieses Versprechen auch einlösen, Frau Scharnack. Ich sehe es nicht. Lassen Sie uns das in der Haushaltsklausur dann mal nach. Das können wir gerne sagen, dass das Gegenteil der Fall ist. Ich finde die 91 Millionen nicht aus dem Landesetat. Und das Versprechen, dass keine Kommune damit schlechter gestellt wird, ob Sie das einlösen können, Frau Scharnbach, mache ich ein dickes Fragezeichen. Und dann wäre auch hier wieder klar, wer Gewinner und Verlierer Ihrer Politik ist. Und das sind nicht die Starken, sondern die Schwachen.
Das sind nur drei Beispiele. Und dann, und das finde ich auch eine Form von Zynismus, Herr Liedenkemper, sagen Sie zum Thema Konsolidierung, für Ideologien gibt es kein Geld mehr. Ja? Menschen in Not eine Anlaufstelle zu geben für Beratung, das ist Ideologie. Ja? Menschen ohne großes Einkommen, Hartz-IV-Empfängern, auch die Möglichkeit zu geben, mobil zu sein, das ist Ideologie. Einen merkwürdigen Begriff, den Sie davon haben, dann bin ich gerne Ideologin und Interessensvertreterin hier in diesem Parlament für diese Menschen, für die Sie offenbar hier keine Anlaufstelle mehr sind. Zusammengefasst, Sie vernachlässigen in sträflicher Art und Weise Investitionen, ein großes Mantra, investieren, sehe ich nicht, massive Schäden in der Zukunft. Ihr Modernisierungsversprechen, was Sie hier abliefern, bleibt zumindest bei dem Anspruch auf einen zukunftssicheren Erhalt unseres Industriestandortes und auch unserer Lebensgrundlagen ein Hohn mit dem Festhalten an der Braunkohle. Und Ihre Konsolidierungsstrategie, wie gerade dargestellt, beschränkt sich darauf, bei denen zu kürzen, die sich am wenigsten wehren können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vom Einsatz für den Erhalt eines solidarischen Gemeinwesens ist da nicht viel zu spüren, aber auch nicht beim Umgang dieser Regierung mit den Enthüllungen rund um die Paradise Papers. Denn bei der Frage, wer Gewinner und wer Verlierer ihrer Politik ist und angesichts der enormen Herausforderungen, die insbesondere beim Investitionsbedarf vor uns liegen, entsetzt mich doch schon Ihre ambitionslose Haltung zur Ursachenbekämpfung. Steuerfahndung sind wir bei Ihnen, das muss gestärkt werden. Aber was sind denn die Ursachen? Und wie bekämpfen wir die Ursachen von aggressiver Steuervermeidung, die im Übrigen legal, vielleicht nicht legitim, aber eben auch nicht strafbar ist? Wie bekämpfen wir die Ursachen von, wie verhindern wir Gewinnverschiebung von internationalen Unternehmen, die uns durch die Paradise Papers vor Augen geführt wurden? 13 Millionen geleakte Datensätze offenbaren, dass diese Form von aggressiver Steuervermeidung und Steuerflucht eben nicht die Ausnahme für große internationale Unternehmen sind, sondern wohl eher die Regel. Deutschland verliert nur bei den Unternehmenssteuern durch Flucht in Steueroasen geschätzt 17 Milliarden Euro jährlich. Das würde für NRW bedeuten, einen Einnahmeverlust von 1,8 Milliarden Euro im Jahr. Was heißt das umgerechnet? Das sind 1.800 Kitas, die man jährlich davon finanzieren könnte, oder die Sanierung sämtlicher kommunaler Schwimmbäder in ganz Deutschland. Herr Liedenkemper, das können Sie sich gar nicht leisten, darauf zu verzichten. Und ich finde Ihre Haltung hier, auch Herr Laschet, was Sie da in Berlin machen, ich habe da noch nicht viel gehört, relativ ambitionslos. Ja? 30% weniger Steuern zahlen internationale agierende Unternehmen im Gegensatz zu vergleichbaren nationalen Unternehmen. Entziehen sich eurer Verantwortung zur Finanzierung des Gemeinwesens, verzerren den Wettbewerb. Wenn in diesem Ausmaß nicht mehr dort die Steuern bezahlt werden, wo auch die Wertschöpfung erfolgt, was in sich ja eigentlich logisch sein müsste, dann haben wir hier in Deutschland ein Gerechtigkeitsproblem immensen Ausmaßes und dringenden Handlungsbedarf. Sie sagen in Ihrer Pressekonferenz, Herr Laschet, auch die habe ich mir angeguckt, dazu nichts. Kein Wort. Was macht denn dieser Ministerpräsident bei den Verhandlungen in Berlin, um hier wirklich tatsächlich an den entsprechenden Gesetzen Veränderungen herzustellen, damit sich das nicht wiederholt? Wo ist denn da Ihre Aussage? Weil es ist offenbar nicht Ihr Thema, und der Finanzminister gibt eine pflichtschuldige Erklärung ab. Wir stimmen ja auch zu, dass die NRW-Steuerfahnder ihre Dienste und ihre Erfahrung zur Verfügung stellen. Das ist ja alles gut und schön, aber seit Jahren liegen doch Vorschläge auf dem Tisch. Warum kommen die denn nicht voran oder werden nur halbherzig umgesetzt? Beispiel Transparenz. Was ist die Haltung der Landesregierung zu einem öffentlich einsehbaren Transparenzregister, in dem die Unternehmen eben genau das darlegen müssen, wo das Problem liegt, nämlich wie viel Wertschöpfung sie wo erwirtschaften, wie viel Steuern sie wo zahlen. Das wäre eins von vielen, aber nur ein Beispiel, ein Instrument, um diese Steueroasen aus der Anonymität zu holen. Ich habe das im Finanzausschuss gefragt, Herr Minister, Sie waren nicht da. Sie waren, glaube ich, bei der Finanzministerkonferenz. Ich hoffe, Sie haben da dem Antrag genau hier auch an einigen Stellen anzusetzen, zugestimmt. Da gibt es ja eine Bundesratsinitiative. Ich nehme an, NRW macht da mit. Ich hoffe es zumindest. Aber im Finanzausschuss konnte hier keine Antwort drauf gegeben werden, wie man sich dazu verhält. Denn inzwischen gibt es eine fünfte Geldwäscherichtlinie der EU.
frage mich auch, warum die vier anderen das nicht herstellen könnten. Und da sind weitreichendere Transparenzregelungen als bisher vorgesehen. Was macht denn NRW dazu? Wie verhält sich NRW dazu? Herr Laschet, was machen Sie denn dazu in Berlin? Welche Vorschläge haben Sie denn, um hier diese Gewinnverschiebung, diese Steuerflucht zu vermeiden? Und wie verhält sich NRW zum Vorschlag, dass Banken, Berater und Anwälte ihre Steuervermeidungsstrategien, die sie anbieten, offenlegen müssen? Wie sie ihre Kunden beraten? Kein Wort. Herr Laschet, wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun. Und das ist bei diesem wichtigen Thema in der Regierung leider sehr viel. Hier reicht eben nicht Maß und Mitte. Hier muss beherzt vorangegangen werden. Ja, und dann kommt ein Leitsatz zum Schluss. Herr Laschet, das haben Sie oft gesagt hier in dem Parlament, den will ich aufgreifen. Haushalt ist Politik in Zahlen. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Regierung, in den Fraktionen, wir haben konstruktive Oppositionsarbeit zugesichert. Dabei bleiben wir auch. Respekt, den Herr Löttgen eingefordert hat, Herr Löttgen, heißt eben auch den anderen ernst nehmen. Und wenn ich Sie hier ernst nehme in dem, was Sie sagen, was Sie auch in der Opposition gesagt haben, muss ich resümieren, diese Landesregierung ist hier leider ohne politischen Kompass in diesen aufwühlenden Zeiten unterwegs. Der erste schwarz-gelbe Haushalt steht dafür gerade sinnbildlich. Was Sie uns vorgehalten haben, ist eben kein Gestaltungsplan. Ich erkenne hier nicht den Gestaltungsanspruch. Hier wird keine Vision von NRW in den nächsten Jahren formuliert. Und angesichts der gewaltigen Herausforderungen, denen sich Politik stellen muss, verkommt das von Ihnen proklamierte Maß und Mitte Mutlosigkeit, Rückschritt und Modernisierungsverweigerung. Ihre Wahlversprechen oder das, was Sie in den Oppositionszeiten gefordert haben, sind eben nicht zur Leitlinie Ihrer Regierungsagenda geworden. Und Herr Löttgen, wenn wir da jetzt, sollen wir da jetzt schulterzuckend sitzen und sagen, diese Haltung, was stört mich, mein Geschwätz von gestern ist uns egal, das wäre respektlos. Das wäre respektlos, Sie hier nicht ernst zu nehmen. Und daher noch mal zum Schluss ein paar sehr respektvolle Erinnerungen an das, was Sie versprochen haben und hier und heute nicht einlösen. Beispiel: Durchleitung der Integrationspauschale vom Bund in Höhe von 434 Millionen Euro. Was haben Sie sich aufgeführt? Herr Cooper, er leitet gerade nicht, hat damals als kommunalpolitischer Sprecher, ich glaube, es war keine Kommune, wo keine Musterresolution verabschiedet wurde, wir fordern die Landesregierung auf, uns endlich dieses Geld zu geben. Okay, ich warte mal jetzt auf die Resolution aus Ihren Kommunen, ob Ihre schwarzen Bürgermeister das nicht nur von Rot-Grün erwarten, sondern auch von Ihnen, denn da werden Sie herb enttäuscht. Ja? Gucken wir uns Ihre Aussagen zum Investitionsstau bei den Krankenhäusern an. Was haben Sie hier in der Opposition auch Zahlen in den Raum gestellt? Was müssen wir da alles tun bei den Krankenhäusern? Dann gab es ein einmaliges Strohfeuer im Nachtrag von 2017 von 250 Millionen Euro, das sehr, sehr schnell wieder erloschen ist. Wo ist denn hier Ihre Nachhaltigkeitsstrategie und Ihre Versprechung, an diesen Investitionsstau hier wirksam was zu verändern? In der Finanzplanung, Herr Minister, habe ich echt, ich habe es nicht gefunden, ob Sie dieses Thema weiter verfolgen wollen oder nicht. Es scheint kein Politikschwerpunkt von Ihnen zu sein und auch hier nichts mehr von dem, was Sie in der Opposition noch vollmündig versprochen haben. Und letztes Beispiel, es gibt noch sehr viel mehr, aber ich will das hier nicht überstrapazieren, die PKW-Maut, Herr Laschet. Was haben Sie sich darüber aufgeregt? Sie ist auch völliger Murks, totaler Murks. Offenbar ist auch das nicht mehr Ihre Agenda. In Ihrem wunderbaren Papier, was ja dann, wie gesagt, was ja irgendwie in der Straßenbahn liegen geblieben ist und man finden konnte, was Sie in Berlin da jetzt vortragen, gehört die PKW-Maut dann nicht mehr zu. Denn irgendwie der Verkehrsminister sagt, irgendwie können wir das Geld ja doch ganz gut gebrauchen. Auch hier, ja, es steht genauso in diesen Papieren. Herr Minister, Sie können gerne hier gleich das dementieren und sagen, Sie sind in Berlin der,
der Gegenspieler von Herrn Dobrindt. Und da werden wir mit dieser PKW-Maut, mit diesem Murks endlich mal Schluss machen. Dann können Sie ja gleich sagen, dass Sie das da durchsetzen. Habe ich noch nichts von gehört. Und, lieber Herr Laschet, zum Schluss die aktuell sprudelnden Steuereinnahmen. Das ist hier historisches Glück. Da kann man Sie etwas drum beneiden. Aber das ist mitnichten Ihr Verdienst. An der schwarzen Null konnten nicht mal Sie scheitern. Ihnen fällt da etwas in den Schoß. Und das ist das Fatale, mit dem Sie augenscheinlich nicht umzugehen wissen, nicht verantwortungsvoll genug. Sie nutzen die Spielräume eben ohne Nachhaltigkeitsstrategie, ohne Modernisierungsanspruch. Sie sparen gleichzeitig ohne Not bei den Schwächsten. Es geht eben beim Sparen nicht um das Ob, sondern um das Wie. Und das ist auch nicht hier, dass Sie gegen irgendeine Ideologie kämpfen. Nein, Sie sparen schlicht da, wo die Leute sich offenbar ihrer Ansicht nach am wenigsten wehren können. Es geht um Gerechtigkeit in diesem Land. Uns geht es um Gerechtigkeit in diesem Land. Uns geht es um Nachhaltigkeit in diesem Land. Und zur Modernisierungsstrategie gehört eben auch dieser Aspekt der Nachhaltigkeit. Sonst ist es keine Modernisierungsstrategie. Anscheinend, kann ich nur bilanzieren, hat Ihnen, Herr Laschet, Ihr Koalitionspartner, diese Werte erfolgreich ausgetrieben. Das bedauern wir ausdrücklich. Aber das werden wir hier in der Oppositionsarbeit weiterhin konstruktiv und kritisch, Herr Minister, Herr Laschet, das versprechen wir Ihnen, Ihnen hier nicht durchgehen lassen. Schönen Dank.